Ich heiße nicht nur Fabian, sondern euch auch herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ein Let's Talk zu Splatoon 2! Splatfest World Premiere! Okay, so. Ja, wir sind hier jetzt auf dem wunderbaren Inkopolis Plaza, was auch immer. Und ich würde sagen, wir begeben uns direkt in die Schlacht. Es ist ja Team Kuchen gegen Team Eis und wir sind im Team Eis. Denn Kuchen ist scheiße. Ja, nee, also Eis ist ja tausendmal besser. Wir machen es wie beim wundervollen Arms Let's Zock. Und zwar zocke ich erst eine Runde, dann der Salo eine Runde und dann zum Schluss wieder ich. So, dann fange ich mal an mit dem guten alten Revierkampf. Das Ziel, möglichst viel einzufärben, kennt man ja von Splatoon. Und ich habe den Klecksroller genommen, also die Noob-Waffe Nummer 1. Und los! Oh wow! Ja, Splatoon 2 ist Salos absolutes Lieblingsspiel, ohne dass es schon veröffentlicht ist. Salo, was sagst du dazu? Ich habe mir Splatoon gekauft und ich habe es bereut. Warum? Weil es scheiße langweilig ist. Aber ich habe mir diese Amiibo gekauft. Die ist ultra cool, die sieht echt cool aus. Ich mag auch die Charaktere, auch bei Mario Kart und so. Aber das Spiel ist scheiße langweilig. Ja, aber du hast doch noch gar nicht die Direct gesehen. Salmon Run sieht cool aus. Klingt auch so ein bisschen wie dein Name. Ja, Beleidigung. Der erste Teil kam an meinem Geburtstag raus und der zweite Teil hat einen Modus, der fast heißt wie ich. Kill the Nick! Yo! Yes! Okay, sehr gut. Hast du gerade das böse Endwort gesagt? Wusstest du das schon? Kannst du zu deinen Kollegen schießen. Yo! Das ist halt so geil, wenn der dann im Gefecht ist und man mit Kumpels zockt. Gib ihm! Nein, links ist einer, links! Der kann auch gar nicht. Bam! Boah, ich bin so ein Profi ins Bett. Da ist er mal. Hypersonic. Und das ist halt geil, wenn wir jetzt im Koop zocken würden, dann ist ja Fabian, hilf mir! Dann sagst du, ja, ich komme. Dann mach ich einfach BAM! Ja, das ist aber auch einzig cool. Noch eine Minute, also die Spielen sind auch scheinbar echt lang, ne? Ja. Aber ich glaube sogar, das gewinnen wir. Ja, früher konnte man in dem Gamepad, du kannst drück R, den rechten Button rein. Wieso? Ja, dann machst du deine Ulti, schnell bevor du stirbst. Schnell R drücken. Ah. Geh in deinen, du musst gerade in deiner Farbe. R drücken. Was machst du? Drück den R-Knopf, Knopf rein. Ja. Genau. Den R-Knopf. Nein, das ist ein Knopf. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Noch 40 Minuten erklären. Ich bin gut in der Ulti weg. Oh Mann. Du bist immer noch schlecht in Shooter. Ich bin komplett überfordert. Ja, okay. Das Geile, ach hier was ist geil, weil auch scheiße. Stimmt, das ist jetzt hier fehlt. Bei der Wii U Version konntest du dich auch porten. Ach nicht porten. Das ist halt die Map auf dem Gamepad. Du kannst direkt drauf drücken. Okay. Viel besser. Und ihr habt verloren. Hätte ich mal vor der Runde lieber ein gutes Eis gegessen. So, los war. So, jetzt spiele ich. Erste Runde ist Splatoon. Ich muss jetzt mal klarkommen. Mit der Steuerung. Oh Mann. Die Fahrt ist einfach größer als ich. Das stimmt. Unrealistisch. Guck, jetzt mach ich den Ninja. Jetzt hol ich mir den da. Du musst Team Eis zum Sieg. Ja, ein Jetpack! Was ein Pisse. Was halt, Achso. Ja. Genau, was hier bei den Joy-Cons halt auch irgendwie ein bisschen problematisch ist, dass die N- und R-Knöpfe versetzt. Das finde ich hier sehr unbequem. Ja, stimmt. Also vor allem beim Reinrücken ist das eine große Herausforderung. Die Zuschauer, so danke, Fabian, für jedes Video von dir drücken. Danke, dass du mich nicht mitspielst. So scheiße ist es bis jetzt gerade. Man kann nicht einfärben und stirbt ein paar Sekunden. Also die Map finde ich persönlich jetzt auch gerade ziemlich langweilig. Muss es zugeben. Ja, dieser geile Kletterpark kam noch nicht. Ja, und der macht das natürlich alles besser.
Ich will das Spiel gar nicht so helfen eigentlich. Ja! Dann lass uns! Aber das ist halt scheiße! Da versucht Nintendo etwas Neues zu produzieren und es ist bunte Scheiße. Dann machen die mit Arms Scheiße mit Motion-Steuerung. Ich glaube, so scheiße ist Arms gar nicht. Doch. Ich mag's aber auch nicht mit dem Steuerung. Aber also ich glaube, es ist kein furchtbares Spiel. Es ist halt einfach, es trifft meinen Geschmack nicht. Ja. Das stimmt. Da, deine Chance! Hallo! Durch Tentatec Kleckser Dick. Ja, das ist halt. Meme-Lord. Deine Typ ist Meme-Lord. Das ist ein Kindershooter, ne? Ja. Das muss man mögen. Oder man mag das nicht so wild. Ich weiß noch nicht, ob ich es mal ohne. Die Beta reicht ja jetzt, ne? So, haben wir gewonnen? Komm. Kann man schauen. Ja, das sieht doch echt scheiße aus. Ne, wir haben gewonnen, würde ich sagen. Ah ne, ich war lila, ne? Ja. Das Spiel ist genau wie die Verkaufszahl einer Niederlage. Jetzt bin ich nochmal dran. Salo hat sich mittlerweile schon hingesetzt. Ach so, es geht schon weiter. Ich kann sofort wieder. Ach, kein Problem. Ja. Dann gucken wir mal. Die Map sieht geil aus. Die sieht echt cool aus. Wenn ich jetzt. Die gab's schon. Die gab's? Die gab's schon, ja. Aber die. Oder? Ja, also ich guck mir die ja erstmal ein bisschen mehr an, bevor ich. Okay, jetzt kommt der Feind. Fabian, jetzt musst du zeigen, was du gelernt hast in zwei Kämpfen. Nein! Mann, Wolle! Wolle, du. Guck dir mal ein bisschen kurz rum. Ja, die gab's schon mal. Aber die war auch damals richtig. Hat jetzt ein bisschen was von Tokio. Tokio war Nacht. Ja, an ihr erinnere ich mich. Die war ganz cool. Wie gesagt, du musst dir diesen Klettergarten noch angucken. Hab ich schon gesehen. Was? Double Kill! Das sieht ja sehr oft. Bei den Klecks verwenden. Tja. Die Moves töten sich ja schon gegenseitig. Mhm. Zu mir. Cool. Ey, beweg dich! So. Nintendos Interaktion wieder zu mir. Cool. Ich will gar nicht Interaktion sagen. Ich will irgendein anderes was sagen. Ja. Tja, Wolle, da kommt die Rache. Da kommt die Rache. Und da. Jawohl, wie ich die hier fertig mache. Das sieht gut aus für Team Eis. Eigentlich wollte ich euch auch noch zeigen, ob Team Eis oder Team Kuchen gewinnt, aber wir werden gar nicht das ganze Splatfest über hier sein. Wir gehen jetzt gleich noch schön essen. Und ins Kino. Ja, den ganzen Tag seht ihr übrigens auf meinem Kanal, da bin ich im Vlog hochgeladen. Da werde ich. Ja, das kommt glaube ich vorher raus hier, das, aber ja, Salo nimmt den ganzen Tag ein bisschen auf, könnt ihr euch auf jeden Fall bei ihm mal geben. Und aber was heute rauskam, ist Biesel. Die dritte Folge Biesel. Die war letztes Mal auf Wort. Vielleicht auch heute. Mal gucken. Nein. Wir gehen jetzt gleich. Ich bin schnell. Jo. Aber das ist den Sinn des Spielmodus, aber nicht ganz verstanden, ne? Doch, ich muss alles einfärben. Da guck! Boah, was das für ein cooler Move war. So. Ganze 350 Punkte. 60. 370. So. Ja. Ich hab gewonnen. Ne, ihr wart grün, ne? Ja. Ja, du warst wohl, ne? BOOM! Wir hatten bei Splatoon 1 schon mal 50-50. Guck mal, ihr hattet als gesamtes Team 858. Es gab Spiele, da hatte ich über 1000. Alleine. Die Runden gehen auch nicht so lange. Ja. Also Level 1. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Hier kommt ihr zu Salos Kanal. Und hier zu irgendeinem Video von uns beiden. Wiesel vielleicht. Mal gucken. Und
Bis zum nächsten Mal.